So Leute, wir haben Sonntag, 27. April 2014. Und heute geht es nicht um Aufklärung, oder obwohl, ich mache vielleicht gleich noch was, aber ich wollte mal heute euch ein Trainingsvideo, ich weiß nicht, ob das jetzt Training ist, das ist mehr, müsst ihr auch wissen, ich habe Trainingsvideos und dann habe ich noch Kraft- bzw. Ausdauerdemonstration. Muss man schon unterscheiden, weil unter manchen Videos, zum Beispiel habe ich ein Video drin mit, ich glaube, 78 Kilo SZ-Stange Bizeps Maximalversuch, ja, und dann schreibt mir einer drunter, warum trainierst du denn in ein Rep-Bereichen, also eine Wiederholung, ne, was das bringen soll, hat er mich gefragt. Und damit ich das nicht jedes Mal erklären muss, also es gibt Trainingsvideos, die ich drin habe, und es gibt aber auch Kraftdemonstration bzw. Ausdauerdemonstration, Durchhaltevermögen Demonstration, ne, einfach mal so, ne, nach dem Motto, ich schaff das. Ja, also hat dann teilweise nichts mit Training zu tun. Ich hatte ja Bein-Bizeps-Verletzung, habe ich euch ja im letzten Video irgendwie auch gesagt, beim Fußballspielen habe ich mir da den Bein-Bizeps-Muskel gezerrt. Muskelfaserriss, ich weiß nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich habe da jetzt ein paar Wochen ausgesetzt, deswegen habt ihr auch keine Kreuzheben-Videos mehr von mir gesehen. Erstmal, ich habe ja 150 Kilo 14 mal gezogen, Kreuzheben, wollte Richtung 15 bzw. 20 Wiederholungen oder bzw. die 160 dann weiter, aber hat dann halt vor anderthalb Monaten ein bisschen, ist da was schief gelaufen beim Fußballspielen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, Zuschauer hat mich gefragt, ob ich denn mit meinem eigenen Körpergewicht, weil ich ja auch sehr viel wiege, ich wiege ja immer so im Sommer zwischen 120 und im Winter 130 bis 135 Kilo, ob ich da irgendwie 50 Kniebeuge schaffen würde mit meinem eigenen Körpergewicht. So, und dann dachte ich mir, komm, ich probiere das mal heute. Beziehungsweise ich habe das letzte Woche schon mal probiert, da habe ich irgendwie über 30 Stück geschafft. Mal gucken, ob das jetzt mehr geworden ist. Es ist auch eine Gewöhnungssache, ne? Wenn man das zum ersten Mal macht, kann auch sein, dass ihr schon bei 20, 25 Stück Probleme kriegt. Und zwar Kniebeuge, ne, ganz runter, so dass, sagen wir mal, deine Oberschenkel, also hier die hintere Oberschenkelseite, dein Unterschenkel bzw. deine Waden berühren. Also dass dein Bein so genau hier dran ist. Nicht irgendwie in der Mitte schon aufhören oder kurz vor Ende, sondern ganz runter, ass to grass sozusagen, ja. So, wenn ich die 50 irgendwann mal schaffe, denke ich mal, ist das okay, 50 Stück mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn einer, sage ich mal, statt wie ich 120 oder 130 oder so, keine Ahnung, 50 wiegt oder 60 wiegt, kann auch gut möglich sein, dass er 70, 80 Stück schafft. Wobei ich denke, 100 Stück dürfte keiner schaffen. Wir können ja eine Challenge draus machen. Wenn ihr Bock habt, schickt mir... Ich rede jetzt ein bisschen viel. Ich werde meine Übung gleich machen, ja? Keine Sorge. Aber ich rede gerne zu euch, ja? Also, wer Bock hat, der kann mir Kniebeugen mit seinem eigenen Körpergewicht. Bitte ganz runter bis zum Anschlag, dass der Arsch den Unterschenkel berührt. Ass to grass. Nicht irgendwie in der Hälfte aufhören. Dann könnt ihr mal mir Videos zuschicken. Vielleicht lade ich mal ein paar Videos hoch. Wichtig nur, wenn ihr das macht und mir das zuschickt, ne, dann bitte erwähnen, dass die kompletten Videorechte an Akko the Persian Killer gehen. Dass ich das auch uploaden kann, ja. Das auf jeden Fall mit erwähnen. Und dann werde ich das dann bei mir auf meinem Kanal hochladen. Vielleicht 5 oder 10 Videos oder keine Ahnung. Mal gucken. Je nachdem, wie viele Leute mitmachen und wer interessant ist. Ah ja, übrigens, ein paar von euch, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ein paar von euch Stoffern, die sich anabole Steroide ballern, können mir auch gerne Videos zuschicken, ja, weil ich denke mal, in dem Bereich habt ihr dann vielleicht weniger Vorteile, wer weiß, wenn es dann Richtung Ausdauer geht, ne, weil Richtung Kraft hat man ja was davon, wenn man anabole Steroide nimmt, ne, so, aber so ein richtiger Stoffer, wenn der da richtig mit seinem Körpergewicht auf Wiederholungen geht beim Kniebeugen, kann sein, dass er da Probleme mitkriegt. Ich weiß es nicht. Also ihr dürft auch mitmachen. Es dürfen nicht nur die Naturalen mitmachen. Ja? Hier geht es ja nicht um Bankdrücken. Maximalkraft. Alles klar, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt kommt mal ein bisschen... ja, übrigens, ihr müsst auch bedenken, ich hab ja immer so weite T-Shirts an, ne? Wie hier das hier sieht. Mein kleiner Bruder sagt auch Babydoll dazu, ja, weil das hier so hin und her wabbelt. Das ist nicht alles Bauch, was da drunter ist. Ja, ich kann euch das mal vormachen. Ja, wenn ich das hier an meinen Bauch ranziehe, ja, da habe ich zwar auch Wampe, aber
ne, da ist mein Bauch und da ist Babydoll. Das ist also auch, verstehst du, so Babydoll. Ich mag es halt gerne so entspannt beim Training. Ich mag es nicht so knalleng, dass ich aussehe wie eine Presswurst. Ja? So. Arme nach vorne zum Balancieren. Ach ja, übrigens, die Wiederholungen müssen am Stück sein, ja, also nicht hochgehen, 2 Sekunden Pause, dann runter oder runtergehen, 2-3 Sekunden Pause, dann hoch. Das gilt dann nicht mehr als Wiederholung. Alles an einem Stück, ohne Pause, bis zum Anschlag runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt die 50 waren, wenn nicht, probiere ich es beim nächsten Mal, ja. Dann würde ich sagen, jetzt seid ihr dran. Zeigt mir mal, was ihr so könnt. Boah, das Zwiebel, das brennt richtig in den Beinen, ne? Ich sag dir das. Alles klar. Ich guck mal, dass ich irgendwie so ein Aufklärungsvideo vielleicht heute oder morgen hinkriege, ja? Ich habe da ein paar interessante Themen. Ja, das seht ihr gerne, ne? Akku atmet mal wieder so. Alles klar. Ey, ich bin mal gespannt. Jüngere Leute, leichte Leute, schwere Leute, Stoffer, Steroidnutzer, ihr könnt euch alle melden. Wer Bock hat mitzumachen, nicht vergessen, ihr müsst im Video sagen, die kompletten Videorechte gehen an Akko, der Persian Killer, und du kannst es auf deinen Kanal hochladen. Alles klar, wir sehen uns.